Ei Gude und herzlich willkommen zurück im LS22 auf der Altenstein. Ja, einmal rum. Ja, ihr denkt euch auf, was ist los? Geld wieder da. Ich kann da mit dem Treibstoff hier an. Passt der Anschluss nicht mehr. Habe ich telefoniert, habe es halt her. Ich konnte doch mal. Ja, ja, aber laut BG-Richtlinien und tralala. Ja, ich möchte Diesel kaufen. Ist das nicht mehr zulässig? Du darfst dieser Diesel mit dem Fass transportieren, aber darfst das nicht bei dir überfüllen. Was ist das für ein Käse? Was ist das für ein Käse, was da? Ich darf es an einer Tankstelle kaufen, darf es voll machen, darf es durch die Gegend kutschieren, hab die Warnschilder dran und alles, aber ich darf es nicht bei mir umfüllen. Also rausholen dürfte ich, aber darf es an die Tankstelle zum Verkaufen fahren, das darf ich wiederum, aber ich darf es nicht aktiv einlagern. Also, so. Gerne drüber nachdenken, nicht diskutieren, gut ist. Ich habe da nochmal auch in die Zahlen geguckt, also wenn wir hier Schweine verkaufen wollen, wenn die voll ausgewachsen sind, da kriegen wir über 500 und wenn die so 7, 8, 9 Monate alt sind, kriegen wir gerade mal 250. Also ich denke, wir werden die komplett großziehen und dann erst verkaufen. Da haben wir mehr davon. Mal gucken, vielleicht tun wir dann auch irgendwann mal zwischendrin den oder die Eber, hier müssen wir rückwärts haben, weg, dass wir nicht zu viel Nachwuchs kriegen. Aber das müssen wir ja auch futtertechnisch handeln. Nee, also Milch möchte ich keine mehr groß verkaufen. Das will ich gucken hier. Wie wird in die Butter- und Käseproduktion gebracht? So, einmal abhängen und beziehungsweise umhängen. Und dann rangieren wir den Drehschemel nach vorne. Das kriegen wir auch hin. So. Mal den kleinen Gang anhängen. So. Nicht ganz so hart einlenken. Aber mit dem sollten wir ja gut hinkommen, seht das. Hat doch alles wunderbar geklappt. So, das können wir hier ausmachen. Oh, okay. Ist die Produktion anscheinend voll? Da müssen wir jetzt aber mal gucken. Butter. Zack. Nö, eigentlich müsste da noch mehr Milch rangehen. Deswegen, ob
Obwohl das Gebäude klein ist, das hat Kapazitätsspitzen. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen dran ziehen. Dass wir das besser treffen. So, der Trigger ist nicht immer ganz so einfach zu treffen, aber das stört mich nicht. Dafür, dass wir hier so gute Preise kriegen und dass wir das regional vermarkten können, sieht die Welt doch gut aus. So, jetzt drehen wir dann einmal hier rum. Das ist halt immer hier mit dieser Rangiererei. Aber gut. Also hier auf dem Feld, wo es Unkraut wächst, da kann man auch Ballen pressen. Da steht auch noch eine Mission im Internet. Aber gut. Ist halt so. So, den haben wir auch wieder hier. Und jetzt müssten wir uns eigentlich mal hier hinten freiräumen. Passt. Den hatten wir uns ja gekauft für die alte Produktionsmaschinerie. Aber den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Weil der war noch nie im Einsatz. Na ja, gut. Erstmal lass man hier. Verkauft ist der sowieso schnell. Und einmal wenigstens im Einsatz schon bringen wollen. Nur um zu wissen, ob wir uns was Gescheites gekauft haben oder nicht. Das war ja eins der wenigen Teile, die wir gekauft, wie gesehen haben, ohne getestet. So, jetzt wollen wir aber noch den Kartoffelvollernter hätten wir besser erstmal geguckt. So, und dem hätten wir gar nicht wegfahren müssen, da. Den haben wir von dieser Seite reingeschoben. So, so. Den werden wir dann brauchen. So, aber nichtsdestotrotz. Du kannst erstmal hier parken. Das Stroh muss noch nach Hause. Unbedingt. Dann nehmen wir aber hier unseren IHC. So. Mal schnell lang. Deswegen haben wir auch den Ladewagen hier stehen lassen. Und deswegen habe ich ihn auch nicht sauber gemacht. Weil, für was? Den werden wir aber sauber machen, wenn wir hier Stroh geholt haben. Ja, IHC wurde zwischendrin auch schon mal durchgeguckt. Da sieht es vom Verschleiß her sehr gut aus.
Eicher, Fendt, der Mähdrescher, wir sind alle im Herbst hier. Wenn es ruhiger wird, auf Vordermann gebracht werden. Und das Stroh, das wir jetzt hier holen, das geht ab in den Kuhstall. So. Können wir jetzt erstmal einen kleineren Gang reinmachen. Nee, der IHC, wenn ihr denkt, der ist overpowered dafür, nee. Also für die, gerade für die Steillagen dann drüben. Den brauchen wir schon. Den brauchen wir leider schon. Dass wir das so alles gewuppt kriegen. Ich meine, hier ist ja auch noch eine Stallerweiterung. Weil ich sagen muss, also die wäre für den Sommer ja auch geil. Das wäre sowas für nächstes Jahr. Dass man sagt, hier. Da können die Kühe im Sommer auch drauf. Und aktuell haben wir ja auch nur Milchkühe. Aber so, da weiß ich nicht, ob ich zwei jüngere hole. Die sind ja da nicht so teuer. Dass wir da auch noch in die Fleischkühe einsteigen in die Vermarktung. Da sollen ja keine 50 Kühe rauskommen, ja. Aber wenn ich bedenke, wie lange das mit den Milchkühen gedauert hat, vielleicht wäre es doch sinnvoll, Ausgewachsene zu holen. Und da muss man halt mal gucken, ob man hier auch das Fleisch nicht irgendwie regional vermarktet kriegt. Wir hatten ja hier mal einen Fleischer, aber ja, dann hieß es, soll wieder einer kommen, aber ja, auf dem Weg ist es. Aber wenn man zum Bürgermeister geht und sagt, hier, wir machen für die Touristen ein Fest, dann ist er hier Feuer und Flamme und setzt alles in Bewegung, dass das auch ja so stattfinden kann, wie er sich das wünscht. Aber gut, das ist Politik, über die wollen wir nicht reden. Wir gucken, dass wir hier unsere Arbeit ordentlich machen. Dass wir für ein gutes Tierwohl sorgen und das wird unser Aushängeschild. Aber die Masse an Stroh kommt da auch nicht runter. Ja gut, das wird auch hoch abgeschnitten, ne? Muss man auch sagen. Das muss man auch so sagen. Aber für uns, ja, das kommt alles in den Kuhstall. Ist also für die Pferde ist das nicht so das Ideale. Deswegen. Aber für unsere Kühe, die fressen das gerne, alles gut. Da passt das wunderbar. So, einmal hoch, einmal im Kreis gedreht.
da passt es doch. Ja. Ja, und dann holen wir die Hanglage noch rein vom anderen Feld. Okay, wir können mit sportlichen 17 km/h fahren. So, dann fahren wir das mal, die 2%, die 4%, die hier fehlen. Da fahren wir nicht in die nächste Bahn rein und dann wieder über Stroh und alles und nix. Einmal gleich Attacke hier. Höhen und Fluss fahren. Kleineren Hang. Weil hier links müssen wir rein. So, jetzt müssen wir erstmal hier rückwärts reinrangieren. Ja, und das Tor geht so. Naja, das ist der Kerl. Das ist egal. So, dann kann man hier mal ablaufen. Bleibst du mal stehen? Eigentlich. Jetzt lädt er ab, oder? Ja. Hier. Machen wir gleich wieder auf. Einmal, dass der Staub besser hier gleich rausgeht und zum anderen hier das Licht reinkommt. Ja, so ein Drehschema kommt man hier auch wunderbar. Aber es gibt noch keinen Ladewagen mit Drehschema-Funktion. Jetzt fahren wir einfach außen rum. Beziehungsweise ich fahre außen rum und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.